Sehr gut, Dave. Bist du in jedem Moment glücklich? Die Zeit ist so kostbar. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir in jedem Moment glücklich sind. Es ist Zeitverschwendung, wenn wir auch nur einen Moment in Unglück sind. Und deshalb sollten wir alles dafür tun, um immer in jedem Moment glücklich zu sein. Und wir können das. Wir haben die Möglichkeit, immer glücklich zu sein. Schon alleine, wenn du dein Leben jetzt betrachtest und schaust, wie zum Beispiel das Beispiel mit der Rose, hast du eine Rose und schaust die Rose an. Und dann kannst du, wenn du mit der Aufmerksamkeit zu den Rosenblättern gehst, das steht fürs Glück. Und da erfährst du Glück. Wenn du mit der Aufmerksamkeit zu den Dornen gehst, dann erfährst du Unglück. Und so kannst du jede Gelegenheit oder jedes Objekt, was dir begegnet, ob es ein Freund ist, nicht? Der hat gute Eigenschaften und vielleicht nicht so gute Eigenschaften. Und wenn du mit deiner Aufmerksamkeit bei den guten Eigenschaften bist, dann erfährst du Glück. Und wenn du Glück erfährst, dann erfährt dein Freund auch Glück, weil dieses Glück überträgt sich auf deinen Freund. Wenn etwas Negatives auf dich zukommt, dann nimm das wie ein Tropfen, der in dein Glückseligkeitsbewusstsein fällt und sich zum Glückseligkeitstropfen verwandelt. Das heißt, du kannst alles Negative ins Positive, ins Glücklichsein verwandeln. Es liegt ganz bei dir. Lass keine Möglichkeit aus, um alles, was dir begegnet, mit Freude zu begegnen, mit Liebe zu begegnen, mit Glückseligkeit zu begegnen. Und wenn etwas auf dich zukommt, was dir nicht gefällt, dann wandel es einfach um. Und wenn du es umwandelst, dann tust du was, nicht nur was Gutes für dich, weil deine Schwingung, die bleibt im Guten. Das ist eine höhere Schwingung. Wenn du im Glückseligkeitsbewusstsein bist, hast du eine sehr, sehr hohe Schwingung. Aber auch schon das Gefühl, oh, mir geht's gut, die Welt ist schön, ich bin gesund. Das trägt alles dazu bei, dass du eine hohe Schwingung hast. Und diese hohe Schwingung bewirkt, dass deine Blumen gut wachsen. Dass deine Freunde, wenn die auch ein bisschen vielleicht nicht so gut gestimmt sind, dass die in eine gute Stimmung kommen. Du veränderst die Welt dadurch, indem du glücklich bist, indem du eine höhere Schwingung in deiner Umgebung verbreitest. Wenn du von der Arbeit kommst und bist glücklich, dann merkt das deine Frau, deine Kinder, alle in deinem Haus, deine Eltern, dass es dir gut geht und die fühlen sich gut. Umgekehrt, wenn du nach Hause kommst, bist müde, bist erschöpft, dann merken alle, boah, die Schwingung geht runter. Da kommt so ein bisschen Unglückseligkeitsgefühl auf. So ein Unglückseligkeitsgefühl ist gut, so ein Unglücksgefühl. Und deshalb ist es immer gut zu sehen, dass für jeden Moment, bei jeder Gelegenheit, bei allem, was uns begegnet, Gefühl von Glück in uns tragen. So ein Glücksgefühl. Und wisst ihr, es ist ganz einfach, dieses Glücksgefühl immer zu haben, ohne dass wir uns darum bemühen müssen, glücklich zu sein. Und das schaffen wir, indem wir zur Quelle gehen, wo alles Glück enthalten ist. Und das ist in uns selbst. In unserem eigenen Selbst ist das alles Glück, was wir erfahren können. Das ist die höchste Glückseligkeit, die wir erfahren können. Und wenn wir dieses Selbst realisiert haben,
Das heißt, wir schließen die Augen, meditieren, transzendieren, kommen zu uns selbst, dann erfahren wir Glück und Friede und Liebe. Und wenn wir das mit rausbringen in die Aktivität, dann merkt unsere Umgebung, bah, in deiner Umgebung fühlen sich so wohl, weil du dieses Glück in dir trägst. Das ist der ewige Glücksbringer. Das Selbst ist ewig. Und wenn du dein Selbst realisiert hast und auch in diesem göttlichen Bewusstsein etabliert bist, dann ist das ewige Glück immer mit dir. Und alles, was du tust, jedes Wort, was du sprichst, jeder Gedanke, alles beinhaltet dieses Glücksgefühl. Und das heißt, du machst alles in deiner Umgebung glücklich. Und da erfüllst du wirklich deine Lebensaufgabe, dein Dharma, nicht erstens dich selbst als das Glückspotenzial zu erfahren und dann dieses Glückspotenzial mit deiner Umgebung zu teilen. Das gibt nichts Schöneres, das kennt ihr von der Liebe, wenn ihr Liebe erfahrt und die Liebe mit anderen teilt. Und wie schön ist das, diese Liebe und das Glück mit anderen zu teilen, wenn du diese Liebe und dieses Glück in dir selbst erfährst und immer in dieser Liebe und diesem Glück bist und das dann ausstrahlst und das mit deinen Freunden teilst, da gibt es nichts Schöneres in deinem Leben, da bist du getragen von dieser Liebe und von dem Glück und du wirst sehen, du hast so viel Unterstützung von der Natur. Dein Leben wird getragen von der Liebe und von dem Glück und was kommt auf dich zurück? Wie heißt es so schön? So wie du siehst, so wirst du ernten und so bekommt alles Glück, was du ausgesendet hast und all die Liebe, die du ausgesendet hast, auf dich zurück. Jai Gurudev.